Ja, hallo und herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender 2019, einem Projekt der Jugendkoordination Kronberg, jener neuen innovativen Form von Jugendarbeit, die nichts für Jugendliche tut, sondern Jugendlichen hilft, es selbst zu tun und Begegnungsräume schaffen will zwischen jungen und älteren Menschen, damit man sich gegenseitig kennenlernen kann, einander Geschichten erzählen kann und Verständnis füreinander entwickelt. Im literarischen Adventskalender lese ich wie immer aus diesen beiden Büchern, nämlich einmal Weihnachtswunderzeit vom Autorenkollektiv Trio Infernal, Thomas Klappstein, Frank Ponkowski und Micky Wiese. Und aus diesem Buch Es weihnachtet sehr, ein Best-of der letzten 7 Jahre Weihnachtswundernacht. Und ich habe mich gestern versprochen, Es weihnachtet sehr gibt es gar nicht in Grün, sondern das ist nochmal ein weiterer Band aus dem Brendo Verlag, Weihnachtswundernacht, Best-of, Geschichten für die schönste Zeit des Jahres. Also das ist gar nicht für euch, ich glaube, es ist noch nicht mal käuflich erhältlich. Also weg damit! Das und das könnt ihr aber auf jeden Fall käuflich erwerben in euren Local Bookstores oder online. Und das wäre hervorragend, wenn ihr das auch tut und damit euch selbst und anderen Menschen eine Freude macht. Und wenn ihr es tut, dann hinterlasst eine freundliche Rezension auf den Online-Portalen und vergesst dabei nicht, den selbstgemachten Honig zu erwähnen. Oder macht ein Bild, wie ihr dieses Buch gerade in eurem Buchladen kauft und postet es hier unten in den Kommentaren. Ja, gestern hat Thomas Klappstein beschrieben, was er auf der Weihnachtsfahrt der... Ach, ich habe hier gerade so eine tolle Zeitung liegen. Guck mal hier, ist das nicht super? Oh, einfach toll, ja. Es gibt so wunderbaren, abstrakten, modernen Balletttanz. Ja. Ich muss dringend mal wieder losgehen und mir ein modernes Ballett angucken. Zusammen mit der Dani. Die liebt das nämlich auch. Ja, also gestern hat Thomas Klappstein beschrieben, was der Pastor Bodo alles erlebt hat auf seiner Weihnachtssonderfahrt der Linie U79. Und so hat er einen zweiten Teil geschrieben, die Fortsetzung davon, ein Jahr später, ebenfalls in der U79. Und diese Geschichte heißt die Weihnachtswunder-Sonderfahrt der U79. Auch in diesem Jahr gönnte sich Bodo wieder seine traditionelle Tour am Heiligabend mit der Straßenbahnlinie U79. Von Duisburg, wo er als Pastor einer Kirchengemeinde im Süden aktiv war, bis zum Clemensplatz in Düsseldorf-Kaiserswerth und zurück. In Kaiserswerth machte er einen Zwischenstopp, um zur alten Rheinfähre zu spazieren, einem gemütlichen Restaurant direkt am großen Fluss. Dort gönnte er sich immer einen Kaffee und ein Stück der hausgemachten Lübecker Marzipantorte, die ihn an seine Heimatregion in Norddeutschland erinnerte. In diesem Jahr war er ein klein wenig später dran als sonst. Die Unterhaltung mit der Kellnerin hatte etwas länger gedauert. Bodo war der letzte Gast gewesen. Da hatte sie ihm noch einen Weihnachtsstammkundenkaffee ausgegeben, sich ebenfalls eine Tasse eingeschenkt und für einen Moment dazugesetzt. Aber nun wurde es Zeit. Es war schon dunkel, als er an der Station Clemensplatz in die U79 einstieg, um zurück Richtung Duisburg zu fahren. Der Weihnachtsgottesdienst seiner Gemeinde lag an diesem Abend noch vor ihm, indem er die Predigt zu halten hatte. Zum Glück plante er immer genügend Zeitpuffer ein. Und so eine weihnachtswunderliche Unterbrechung wie im vergangenen Jahr, dachte Bodo so bei sich, als die U79 anfuhr, wird sich ja sicherlich nicht noch einmal wiederholen. Da hatten nämlich, ihr erinnert euch an gestern, da hatten streikende Hirten die Bahnlinie blockiert und so eine spontane Open-Air-Weihnachtsparty inklusive einem improvisierten Heiligabend-Gottesdienst ins Leben gerufen,
mitten auf den Feldern zwischen den Haltestellen Froschenteich und Kesselsberg. Zufällig hatten sogar die Toten Hosen im Waggon gesessen, unterwegs zu einem Weihnachtskonzert in Duisburg-Ruhrort und für die Musik gesorgt. Bodo dachte immer wieder gerne daran zurück. An die tolle Atmosphäre, die Begegnung mit den Menschen aller Schichten, Generationen und Nationalitäten. Das war schon eine echte Weihnachtswundernacht gewesen. Ein einmaliges Erlebnis. Er hatte im Laufe des vergangenen Jahres öfter darüber nachgedacht, wie es wäre, so etwas zu wiederholen. Aber da sich Wunder eigentlich nicht wiederholen und schon gar nicht planbar sind, hatte er diese Gedanken immer wieder verworfen. Er musste sich jetzt ein bisschen zwingen, seinen Fokus auf den bevorstehenden Heiligabend-Gottesdienst und den Inhalt seiner Predigt zu richten. Deren Ausarbeitung war ihm diesmal schwerer gefallen als sonst. Solche Sternstunden wie im vergangenen Jahr hat man halt nicht jedes Mal. Irgendwie fühlte er sich jetzt ein wenig müde, als er es sich auf seinem Sitzplatz gemütlich machte, trotz des Weihnachtscafés für Stammkunden vorhin. Täuschte er sich oder fuhr die Bahn tatsächlich ein wenig schneller als sonst? Jedenfalls fühlte es sich so an. Er musste daran denken, dass er Anfang des Jahres in der Tageszeitung gelesen hatte, dass die Duisburger Verkehrsgesellschaft, die DVG, die Betreibergesellschaft der U79, die schnellsten Straßenbahnen im Verkehrsbund Rhein-Ruhr habe. Jetzt ging es über das große Rondell mit dem Kreisverkehr, auf dem ein riesiger Weihnachtsbaum aufgebaut war, wie jedes Jahr mit überdimensionierten Geschenken behängt. Die U79 nahm jetzt nochmal so richtig Fahrt auf. Bodo schaute verwirrt. An den Haltestellen wurde plötzlich nicht mehr gehalten, selbst wenn dort wartende Fahrgäste standen. Leicht panisch richtete er den Blick weg vom Fenster in den Waggon und stellte fest, dass er fast alleine im Abteil saß. Außer ihm waren nur noch zwei Typen in roten Mänteln und mit roten Mützen unterwegs, die sich angeregt unterhielten. Wohl Studenten auf dem Weg zu ihren Einsätzen als Weihnachtsmänner in Familien mit kleinen Kindern, dachte er. Jetzt erreichte die Bahn die ersten Stationen auf Duisburger Stadtgebiet, aber auch hier hielt sie nicht. Auch nicht an der Station Grunewald beim Bahndepot. Hier hätte ich doch rausgemusst, dachte Bodo, drückte mehrmals den Halteknopf und bekam es mit der Angst zu tun. Er musste doch gleich im Weihnachtsgottesdienst predigen. Anhalten, sofort anhalten, rief er laut, schrie es beinahe. Aber die Bahn hielt einfach nicht. Stattdessen wechselte sie auf einmal die Spur und fuhr eine ganz andere Strecke als die, die sie sollte. Wie von Geisterhand. Jetzt ging es auf der Düsseldorfer Straße weiter Richtung Duisburger Innenstadt, dann über Kasslerfeld Richtung Ruhrort. Auch am Ruhrorter Kreisel stoppte sie nicht, fuhr stattdessen auf der Karl-Lehr-Brücke über die Ruhr vorbei an 1000 Fenster aus und verließ die Gleisspur und schlängelte sich durch die engen Gassen des Stadtteils Richtung Rhein. Bodo war zu erstaunt, um noch weiter zu rufen. Was geschah hier nur gerade? Die Bahn fuhr jetzt Richtung Stichkanal zur Hafeneinfahrt, drehte noch eine extra Runde auf dem Neumarkt, vorbei am Anker und am Lokal Harmonie. Dann ließ sie das Gelände mit der Zentrale vom Haniel hinter sich, auch die Schifferbörse und fuhr runter zum Leinpfad. Hier noch vorbei an der wie immer festlich beleuchteten Oskar Huber, dem musealen Schaufelrad-Rheindampfschiff und kam an der Ecke Horst-Schimanski-Gasse zum Stehen. Direkt vor dem Hübi, der kultigen Hafenkneipe, deren Fenster hell erleuchtet waren. Aus der geöffneten Eingangstür drang Stimmengewirr, vermischt mit Live-Musik und Gesang. Irgendwer jammte sich gerade durch die Weihnachtsklassiker. Die Tür der U79 ging auf und Bodo stieg konsterniert aus. Vorsichtig blickte er sich um
und wurde von Dirk, dem Kneipenwirt, und Tommy Black, dem Conferencier des Hübi, in Empfang genommen und die Stufen nach oben in die Kneipe geführt. Rainer vom Anker huschte auch noch an ihnen vorbei und auf der kleinen Bühne neben dem Eingang jammten die Toten Hosen, alias Rote Rosen, gemeinsam mit Mitgliedern der Hafen-Jam-Band, die aus Stammbesuchern des Hübi bestand. Auch diesmal mit Heiner am Schlagzeug. Campino grinste Bodo breit an, als er den Raum betrat, und es gab ein großes Hallo. »Ha, da bist du ja! Wir warten schon auf dich«, vernahm Bodo wie durch einen Nebel. »Hä?« Er überlegte, was hier eigentlich gerade passierte, wo er hier wohl reingeraten war. »Ja, einer muss doch gleich noch die Weihnachtspredigt halten«, vernahm er laut aus der Menschenansammlung. »Mach noch mal die vom letzten Jahr, die mit dem Stern«, tönte es. »Ja, aber die kennt ihr doch schon«, erwiderte Bodo mit schwacher, unsicherer Stimme. »Trotzdem«, ermunterte ihn Campino, »sich erinnern ist immer gut. Außerdem kennen die ja noch nicht alle.« Bodo blickte um sich und entdeckte das junge Liebespaar, das bei der Fahrt im vergangenen Jahr eng umschlungen mit ihm im Waggon gesessen hatte. Inzwischen hatten die beiden geheiratet, sie prosteten ihm zu. Auch die Hirten hatten sich eingefunden, hat er doch richtig gerochen. Die, die im letzten Jahr mit ihrem Streik überhaupt erst für die Fahrtunterbrechung und damit für diese einmalige Open-Air-Weihnachtsparty gesorgt hatten. Und der alte Mann mit dem Hund war auch da. Der, von dem er damals angenommen hatte, dass er einsam wäre und den Weihnachtsabend damit verbringen wollte, von einer Endstation zur anderen zu fahren. Einsam war er jetzt jedenfalls nicht mehr. Bei der Aktion im vergangenen Jahr hatte er Menschen kennengelernt, die zu Freunden geworden und mit denen er jetzt regelmäßige Zeit verbrachte. Unter anderem mit der punkigen Teenagerin, die in ihm wohl so eine Art Ersatzopa sah und ihn regelmäßig besuchte. Auch sie erblickte Bodo in der Menschenmenge, was nicht schwer war, da sie ihre schwarzen Haare aktuell mit roten und grünen Strähnen eingefärbt hatte. Die drei Flüchtlinge, die er letztes Weihnachten scherzhaft als die Heiligen Drei Könige bezeichnet hatte, hatten inzwischen Asylanträge gestellt, die positiv beschieden worden waren. Auch sie lachten ihn freudig an, hatten mittlerweile sogar Jobs gefunden im Duisburger Hafen. Zudem entdeckte Bodo immer mehr von seinen Gemeindemitgliedern unter den Gästen und auch seine Familie grinste ihn an. Was geht denn hier nur ab?« schoss es ihm erneut durch den Kopf. Da kam Uli, einer seiner Gemeindepresbyter, auf ihn zu, umarmte ihn und sagte, »Schön, dass du da bist, Pastor. Du hast hier noch gefehlt.« »Sag mal, was ist das hier?« fragte Bodo. »Wo kommen all die Leute her? Was machen die Gemeindemitglieder hier?« »Schöne Weihnachtsüberraschung, was?« entgegnete ihm Uli. »Wunder dich ruhig mal ein bisschen heute Nacht, Bodo. Weißt du, das war so schön letztes Jahr, dass wir beschlossen haben, uns nicht mehr hinter unseren Kirchenmauern zu verstecken, sondern dorthin zu gehen, wo die Menschen sind. Wenigstens an Weihnachten. Und alle, die diese verrückte Weihnachtsparty im letzten Jahr miterlebt haben, wollten wieder dabei sein. Viele haben ihre Kontaktdaten ausgetauscht, auf Facebook die U79 Weihnachtswunderlinie-Gruppe gegründet und sich auch über WhatsApp immer wieder ausgetauscht. Dabei kam dann diese Idee zu dieser Aktion auf. Und die Hafen-Jam-Crew und viele anderen Hübi-Gäste, die das alles ja nur vom Hörensagen kannten, wollten sich das nicht entgehen lassen. Naja, und dann haben wir den Geist der Weihnacht bestochen, die U79 mal eben umzuleiten. Verrückt, dachte Bodo und blickte immer noch ungläubig und etwas verwirrt in das Gesicht von Uli. Aber der meinte nur, ja, jetzt guck doch nicht so, Pastor. Jetzt halt mal lieber deine Sternenkurzpredigt vom vergangenen Jahr, du Traditionalist. Die wirst du ja wohl noch zusammenbekommen. Und dann fasste Bodo noch immer wie in Trance seinen aus 5 Bildern bestehenden Lieblings-Weihnachts-Comic-Strip von Helga dem Schrecklichen zusammen, diesem
unerschrockenen Wikinger-Kapitän, berichtete von Helgas kleinem Sohn, der in dem Strip neben einem Mönch sitzt und diesen an seinen Beobachtungen teilhaben lässt. Dabei lässt er ihn wissen, dass er die weihnachtliche Jahreszeit besonders möge, weil alle so glücklich und freundlich und hilfsbereit seien. Alles so friedlich und harmonisch sei. Und dabei feststellt, dass Menschen, die sich sonst mit dem Hintern nicht angucken, auf einmal sehr freundlich miteinander umgingen. Und auf einmal entdeckt er ein besonderes Phänomen am Himmel, stupst den Mönch an und ruft aus, sieh doch, dieser Stern war vorher noch nie da. Dabei zeigt er auf ein besonders großes Exemplar, das über einer kleinen schneebedeckten Hütte steht und diese beleuchtet, so wie damals in Bethlehem. So hätte es wohl ausgesehen, wenn Jesus in Baderup mitten im skandinavischen Wikingerland zur Welt gekommen wäre. Und der Mönch gibt dann zur Antwort, oh nein, der ist die ganze Zeit da, aber die meisten Menschen können ihn nur zu Weihnachten sehen. Der Stern ist die ganze Zeit da, aber die meisten Menschen können ihn nur zu Weihnachten sehen, wiederholte Bodo noch einmal den Satz. Wann fangen wir an, das ganze Jahr auf ihn zu achten? Warum nicht hier und jetzt und heute? Da könnte sich einiges zum Positiven verändern und wir würden so einen schrägen Abend wie heute öfter erleben. Einen Abend, an dem Menschen miteinander harmonieren, die sich sonst aus dem Wege gehen oder sogar das Leben schwer machen. Jesus, das Friedenskind, macht's möglich. Vielleicht einfach mal auf seine Vorschläge zum Leben achten. Öfter mal mit ihm kommunizieren, soll Wunder wirken. Weihnachtswunder. Und damit beendete Bodo seine Predigt. Mit denselben Worten wie im vergangenen Jahr. Die Hübi-Spontanband mit den Roten Rosen und Mitgliedern der Hafen-Jam-Houseband begann gerade Stille Nacht zu spielen. Da drang eine laute Stimme an Bodos Ohr. Endstation! Dieser Zug endet hier. Weiterfahrt mit der Linie U79 auf dem gegenüberliegenden Bahnsteig. Bodo wurde abrupt wach. Verwirrt registrierte er, dass er tatsächlich eingenickt war und alles nur geträumt hatte. Aber ihm wurde schnell klar, dass er genau so im nächsten Jahr Weihnachten feiern wollte, mit seiner Gemeinde und den neuen Freunden, den Menschen nämlich, für die die echte Weihnachtswundernacht damals vor knapp 2000 Jahren, als der Himmel die Erde berührt und Gott in Jesus Menschengestalt angenommen hat, schließlich überhaupt erst stattgefunden hat. Ein Weihnachtsgottesdienst im Hübi in Ruhrort, das hätte doch was. Oder sie würden mit der DVG eine Sonderfahrt der U79 am Heiligen Abend organisieren und den Weihnachtsgottesdienst in der Bahn feiern. Immer zwischen den Endhaltestellen hin und her pendelnd. Mit ständig wechselnden Gästen, die ein- und ausstiegen. Eine echte Weihnachtswunderlinie. Das hätte doch was. Ach, jetzt musste er aber erst einmal die Bahn zurück zur Station Grunewald nehmen. Wenn es keine streikbedingten Unterbrechungen gab, würde er es gerade noch rechtzeitig zum Beginn des Gottesdienstes schaffen. Er freute sich schon sehr auf diesen und auch auf die in den folgenden Jahren. Während der Rückfahrt zur Station Grunewald schaute er durchs Fenster hoch zum Sternenhimmel. Und ein Stern, der ihm bereits im letzten Jahr aufgefallen war, schien irgendwie wieder besonders hell zu leuchten. Und wie gestern möchte ich euch das auch von Herzen wünschen, dass ihr in diesem Jahr, im Advent, in euren Alltagen, in euren Alltagssituationen ganz besonders hell leuchtende Sterne entdeckt, die ihr sonst vielleicht noch nie gesehen habt oder die euch nie aufgefallen sind. Denn Advent heißt Ankunft, da kommt etwas Gutes in eurem Leben an. Und das ist Weihnachten. Weihnachten bedeutet, dass etwas Gutes in deinem Leben ankommt. Das Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein großes Licht. Und dieses Licht und dieses Gute, das in deinem Leben ankommt, das sollst du bekommen. Und ich freue mich drauf, wenn ihr morgen wieder einschaltet, wenn ich das nächste Türchen vom literarischen Adventskalender öffne. Also,
Bis dann und noch einen schönen Abend und schaut zum Himmel und guckt mal, ob ihr den Stern entdeckt.